Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Namen des Deutschen Filminstituts und des Forschungszentrums Historische Geisteswissenschaften möchte ich Sie sehr herzlich zu unserem vierten und auch zugleich letzten Filmabend in der Reihe der Großschlachten von 1916 hier im schönen Filmsaal begrüßen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass wir mit Herrn Professor Höres und Herrn Professor Hüser auch heute wieder zwei Experten haben, die uns eine kurze Einführung geben werden. Sie erinnern sich, der Ablauf ist wie bei den anderen Malen auch. Zuerst gibt es eine allgemein zeithistorische Einführung zum Alpenkrieg, den Isonzo-Schlachten. Dann wird ein Kurzfilm, ein Vorfilm aus der Zeit präsentiert. Und dann gibt es die medien- bzw. filmwissenschaftliche Einführung, die dann direkt zu unserem Hauptteil überleitet. Herr Hüser wird von meinem Kollegen Herrn Eckes vorgestellt. Und ich habe jetzt das Vergnügen, Ihnen Herrn Professor Peter Höres kurz vorzustellen. Er ist nämlich ein Frankfurter Bub und kommt gewissermaßen hier zurück in heimische Gefilde. 1971 ist er hier geboren worden, hat hier an der Goethe-Universität studiert und dann sein Studium in Münster vollendet. Dort wurde er auch promoviert mit einer Arbeit, mit einer ideengeschichtlichen Arbeit zu englischen und deutschen Philosophen im Ersten Weltkrieg. Diese Dissertation hat den Dissertationspreis der Universität Münster erhalten. 2011 hat er sich habilitiert und ist seit 2013 Professor für neueste Geschichte an der Universität Würzburg, also gar nicht so weit von hier. Zu seinen Schwerpunkten gehören die Kulturgeschichte, aber auch die Mediengeschichte. Und was in der heutigen Zeit ja besonders interessant ist, ist ein Thema, mit dem er sich auch beschäftigt, nämlich der Geschichtsvermittlung auf Wikipedia. Heute aber ein ernstes Thema. Und jetzt, lieber Herr Höres, haben Sie das Wort, uns die Isonzo-Schlachten näher zu bringen. Dankeschön, schön, dass Sie da sind. Ja. Lieber Herr Bründel, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein paar Worte also zu diesem Kriegsschauplatz. Es wurde mal über die Ostfront gesagt, das sei eine vergessene Front, aber das gilt aus unserer Perspektive zumindest erst recht für diesen Kriegsschauplatz zwischen Italien und Österreich-Ungarn. Auch wenn Hannibal schon mit seinem Heer, darunter 37 Elefanten, im Jahr 218 vor Christus mit einer logistischen Meisterleistung die Alpen überquert hatte, so gab es bis zum Ersten Weltkrieg keinen Krieg im Hochgebirge selbst. Entsprechend unvorbereitet ging man in diese Auseinandersetzung. Wie kam es überhaupt dazu? Italien galt seit der Gründung des Dreibundes schon als ein unsicherer Kantonist. Der Dreibund zwischen dem Deutschen Reich, Österreich-Ungarn, dem Vielvölkerstaat und eben dem italienischen Königreich. Bei Kriegsausbruch 1914 blieb das italienische Königreich dann wie erwartet neutral. In der Folge schacherte es im Inneren zwischen Neutralisten und Interventionisten tief gespalten, mit den Alliierten um Gebietszusagen für den Falle eines Kriegseintritts. Im Vertrag von London am 26. April 1915 wurden diese Gebietszusagen dann Außenminister Sonnino gegeben. Im Falle des Sieges sollte Italien Trient und Südtirol bis zum Brenner erhalten, dazu noch Triest, Istrien und die dalmatische Küste. Ein Monat später erklärte Italien, also Österreich-Ungarn, den Krieg. Die Kriegserklärung an Deutschland folgte dann erst ein Jahr später, 1916 also. Die 600 Meter lange Grenze zwischen Italien und Österreich verlief fast durchweg im alpinen Gebiet. Vom Stilfser Joch an der Schweizer Grenze über die Dolomiten und die Karnischen und Julischen Alpen bis zur Küstenregion an der Adria.
Tatsächlich entbrannte der Krieg nun auch im Hochgebirge. Die italienischen Alpini schützten dort schon seit 1872 die Grenze. Die Österreicher hatten 1906 Gebirgstruppen aufgestellt. Die Bayern und Württemberger richteten aber erst 1914 für den Kampf in den Vogesen sogenannte Schneeschuhbataillone ein. Nach der italienischen Kriegserklärung richtete die oberste Heeresleitung, die OHL, zur Unterstützung der österreichischen Bundesgenossen ein Alpenkorps ein, das aus einer verstärkten Division bestand. Also Alpenkorps ist ein etwas übertriebener Name für diese Division. Und diese wurde auch nicht nur in den Alpen eingesetzt, sondern an allen möglichen Kriegsschauplätzen der West- und Ostfront. Und 1917 kehrte das Alpenkorps dann wieder an seinen Ursprungsort zurück. Der Krieg in den Bergen verlangte den Truppen alles ab. Mit schwerem Marschgepäck bis zu 35 Kilo mussten sie in unwegsames Gelände vordringen und neben ihrer eigenen Ausrüstung und Verpflegung auch Artillerie mitführen. Die Front wurde bis zum Ortler hinauf geschlossen. Dort hinauf, auf 3000 Meter, wurde sogar ein Geschütz transportiert. Und auch dort in Betrieb genommen. Nachdem die österreichischen Gebirgsjäger die Hochstellung im ersten Winter an dieser Front, also oben auf den Berggipfeln, geräumt hatte und nachdem sie dann im Frühjahr des folgenden Jahres gesehen hatten, dass zwischenzeitlich die Alpini, also die Italiener, in ihre Stellung eingerückt waren, verharrte man in den Folgewintern dort oben bei bis zu minus 40 Grad. Neben der Kälte drohten Lawinen. Allein 1300 österreichische Gebirgsjäger kosteten die Lawinen das Leben. Die Natur begünstigte klar den Verteidiger einer Position. Daher griff man auch die Natur direkt an, als jemand, der in der Offensive war. Und so wurden Minen zu einer wichtigen Waffe, wie wir auch später im Film sehen werden. Ganze Bergkuppen wurden samt der dort ausharrenden Mannschaften gesprengt. 1916 sprengten die Italiener etwa den österreichisch besetzten Gipfel des Col di Lana. Am 13. März 1918 zündeten die Österreicher eine 55 Tonnen schwere Mine unter einer italienischen Stellung. 500 Alpini fanden den Tod. Die Österreicher waren ihren Feinden mit ihrer Minenzündung nur um 3,5 Stunden zuvorgekommen. Für diesen Minenkrieg mussten aufwendig Stollen gegraben werden und zum Transport des Gerätes Kletterseile aus Stahleisen und Eisenleitern eingerichtet werden. Hier zu sehen sind rechts oben von Ihnen aus die Italiener am Monte Santo. Neben den Leitern erkennt man auch die komplizierten Windesysteme. Oben links rasten Soldaten im Sonzotal und unten sieht man dann den Rückzug der Italiener auf der Straße von Udine nach Cotroipo. In Udine rückten dann auch 1917 die Deutschen ein, wie man hier sieht. Luis Trenker brachte schon 1931 ein Buch zum Film heraus mit dem Titel Kampf in den Bergen. Also das Buch zum Film Berge in Flammen. In ihm enthalten, in diesem Buch enthalten, waren faszinierende Fotografien, unter anderem von ihm selbst auch. Hier sehen wir eine Grabenstellung in den Dolomiten. Moment, zweiter, hier, ja. Auch Scheinwerfer mussten, wie man rechts sieht, die Berge hinaufgeschafft werden. Hier auch wieder eine Stellung. Eine Grabenstellung im Eis und natürlich stürzte Gerät auch ab, wie in dem Fall ein italienisches Geschütz. Die Italiener begingen an dieser Front mehrere Fehler. Zunächst zögerten sie zu lange mit ihrem Angriff, sodass sich die Österreicher auf diese neue Nebenfront einrichten konnten. An sich waren ja die Streitkräfte Österreich-Ungarns an der Ostfront disloziert.
Dann suchte der italienische Oberbefehlshaber General von Cadorna, dem zeitgenössischen Kult der Offensive folgend, die Entscheidung in mehreren Schlachten am Isonzo, die aber zu keinem echten Ergebnis führten. Da sehen Sie den Isonzo eingezeichnet. Insgesamt 11 erfolglose Schlachten gab es am Isonzo, bis dann in der 12. Isonzo-Schlacht von Karfreit oder Caporetto italienisch im Oktober 1917 den Mittelmächten der Durchbruch auf 100 Kilometer Länge gelang, also eine Art Gegenstoß. Die Mittelmächte verfolgten die Italiener auch bis zum Piave und erst der verbündete Franzose General Foch konnte die Situation mit einer neuen Verteidigungslinie retten. Er bremste den Vorstoß der Mittelmächte am Piave ab. Hier haben wir noch ein anderes Gefechtsbild dieser Schlacht von Caporetto, die eben von den verbündeten Mittelmächten, Armeen der Mittelmächte, der 14. von Below und den österreichischen Armeen geschlagen wurden und wo die zweite Armee der Italiener isoliert wurde. Der seine Truppen brutal führende Cadorna wurde durch General Diaz nun abgelöst, der eine modernere Taktik der gestaffelten Verteidigung anwandte. Jetzt unterstützten auch französische und britische Divisionen in großer Zahl die Italiener. Italien erhielt zudem Wirtschaftshilfe von den Westalliierten. Eine neuerliche österreichische Offensive im Juni 1918, der sogenannte Angriff auf die sieben Gemeinden bei Asiago, geführt von Konrad von Hötzendorf, scheiterte schon am ersten Tag. In der österreichischen Armee herrschte nun Hunger, die Italiener brachen dann am Piave durch. Die Doppelmonarchie brach nun zusammen und die Österreicher gingen an dieser Alpenfront schon von einem Waffenstillstand aus, als dieser noch gar nicht in Kraft getreten war, sodass zum Schluss noch viele Soldaten der K&K-Monarchie von den Italienern festgesetzt wurden und in Kriegsgefangenschaft gehen mussten. Der offizielle Waffenstillstand war dann am 3. November 1918. Die Alpenstellungen wurden nun verlassen und durch ihre abseitige Lage sind sie vielfach gut konserviert worden und können heute noch besichtigt werden. So viel zum politisch-militärischen Panorama an dieser Front, wo unser Film dann etwas abseits von der eigentlichen Isonzo-Front auch spielt. Besten Dank. Hallo und guten Abend. Mein Name ist Georg Eckes. Ich will Sie auch ganz herzlich im Namen des Filmmuseums begrüßen zu unserer vierten und letzten Veranstaltung in dieser Reihe. Schon mal vorab, herzlichen Dank nochmal Herrn Bründel und Frau Rauscher für die Zusammenarbeit und für die schöne Organisation, dass wir das auf die Beine stellen konnten. Vielen Dank. Genau, was Sie gerade gesehen haben, der Vorfilm, das ist ein Film von Luca Comerio. Das ist der italienische Kameramann, Dokumentarfilmer und Filmpionier, der sehr bekannt ist für seine Kriegsaufnahmen. Der war schon 1911 mit den italienischen Truppen, damals also vor dem Ersten Weltkrieg in Abessinien und hat dort schon gefilmt. Und der war der einzige Zivilist in italienischen Diensten, der mit der italienischen Armee überhaupt mitreisen durfte und Aufnahmen machen durfte. Das durfte sonst gar niemand. Und er wurde dann auch 1917 zum technischen Leiter der dann 1917 gegründeten Filmabteilung in der italienischen Armee. Die Filmkopie, die Sie gesehen haben, das ist eine Blu-ray von der Cineteca del Friuli. Die Cineteca del Friuli war auch einer unserer Partner, einer der Partner vom Deutschen Filminstitut im Filmdigitalisierungsprojekt zum Ersten Weltkrieg, EFG 1914. Da haben wir zwischen 2012 und 2014 in einem sehr großen Projekt mit über 20 Filmarchiven Filme aus dem Ersten Weltkrieg digitalisiert und knapp 3000 Filme online im Internet zugänglich gemacht, unter anderem auch diesen, den und diese 3000 anderen Filme können Sie auf europeanfilmgateway.eu auch online sehen.
So viel zu diesem Vorfilm erstmal, aber eigentlich bin ich da, um Ihnen Rembert Hüser vorzustellen, der die Einführung in den Hauptfilm heute machen wird. Rembert Hüser ist Professor für Medienwissenschaft an der Goethe-Uni Frankfurt mit Forschungsschwerpunkten neben Medienwissenschaft auf Filmwissenschaft, Wissenschaftsgeschichte und zeitgenössische Kunst. Zuvor war er an der University of Minnesota tätig als Adjunct Professor im Department of Cultural Studies and Comparative Literature and Moving Image Studies. Hier im Kino des Deutschen Filmmuseums wird Rembert Hüser, glaube ich, langsam zum Stammgast. Zuletzt war er zum Beispiel mit seinem Vortrag Schwein oder Nichtsein, die Revolution findet trotzdem statt, über Pasolini hier. Und zwar im Rahmen der Lecture- und Filmreihe, die gemeinsam vom Institut für Theater, Film und Medienwissenschaft und von dem Filminstitut veranstaltet wird. Und die aktuelle Lecture- und Filmreihe über Ernst Lubitsch mit dem schönen Frieda Graffe-Titel Schnell wieder Witz ist auch ein Projekt unter anderem von ihm. Der nächste Termin in dieser Reihe ist übrigens bereits übermorgen. Dann spricht Valerie Weinstein über die frühen Milieukomödien mit bzw. von Ernst Lubitsch, nämlich Der Stolz der Firma und Schuhpalast Pinkus. Das sind übrigens auch beides Filme, die quasi während des Ersten Weltkriegs entstanden. Heute aber ist er hier, um uns den letzten Film in unserer 1916-Reihe um uns einzuführen. Der ist auch gleichzeitig der erste Tonfilm in dieser Reihe, nämlich Berge in Flammen von Karl Hartl und Louis Trenka. Wir zeigen eine 35mm-Kopie aus dem Bundesarchiv. Vielen Dank, Rembert Hüser. Danke fürs Kommen und begrüßen Sie bitte Rembert Hüser. Ja, schönen guten Abend. Erstmal nochmal danke, Stefan, und danke, Georg, auch für die Einladung. Also, ich bin sehr gerne hier und es ist ein sehr, sehr interessanter Film, den wir heute Abend sehen. Also, filmhistorisch ist es ein sehr bedeutsamer Film. Das heißt, es ist einer der Schlüsselfilme in der Argumentation von Siegfried Krakauer in seinem Buch Von Caligari zu Hitler. Das heißt, er bezeichnet den Film, also für ihn ist dieser Film einer der nationalen Filme der präfaschistischen Ära. Das heißt, an diesem Punkt kann man schon lupenreines faschistisches Gedankengut ablesen. Und er sagt, mit diesem Film beginnt die deutsche Filmproduktion entschieden zu kippen. Und worauf es ihm ankommt, ist auch eine bestimmte Denkweise zu markieren, die es in dieser Form also noch bis heutzutage gibt. Das heißt, ich möchte nur ein Beispiel vorlesen und dann kann man das nachher vielleicht in der Diskussion noch im Einzelnen sehen, und zwar aus einem Interview aus einem Gespräch mit dem Bergsteiger Reinhold Messner, den Sie sicher wahrscheinlich alle kennen, der in der Zeit abgedruckt worden ist. Und da gab es ein Interview mit ihm. Das heißt, jeder Berg ist ein zerstörter Traum. Und da fragt die Zeit Reinhold Messner, gibt es Erfahrungen, die Sie noch machen wollen? Und Messner antwortet, ich bin nie in einem KZ gewesen. Das wäre noch eine Wunscherfahrung. Ich möchte wissen, wie lange ich durchhalten und wie selbstsüchtig oder brutal ich mich den Mithäftlingen gegenüber verhalten würde. Zitat Ende. Das ist von 1990, das ist nie kommentiert worden und das zeigt einfach eine bestimmte Mentalität, die es in diesen Kreisen einfach von Extrembergsteigern gibt und die hier also auch den Hintergrund für diesen Film im Einzelnen abgehen. Also Messner hat ein sportliches Verhältnis zum Holocaust. Was wir jetzt heute Abend sehen, ist den Einbruch von Geschichte in ein mythisches Erzählmodell ewiger Kreisläufe, das aber letztlich das Geschehen das vom Geschehen nicht berührt wird. Also das heißt, es gibt mehrere Sprachfassungen von dem Film, es gibt eine amerikanische Fassung von dem Film, und dieses ideologische Modell dieses Films ist für Amerikaner so merkwürdig, dass sie vorab mit einer eigenen Tafel eingeführt wird. Also der ganze Film, das ganze Modell dieses Films wird auf einer Tafel vorab präsentiert. Auf dieser Tafel steht Men come and pass, mountains stand forever. Also Menschen kommen und gehen, Berge bleiben.
Das wird den Amerikanern nochmal vorab ins Bewusstsein gerufen, so als Vorgabe, wie man diesen Film im Einzelnen zu sehen hat. Vielleicht zu dem Film jetzt im Einzelnen. Also der Film ist ein Bergfilm, das ist ein eigenes Genre. Das ist ein Genre, das aus dem dokumentarischen Sport- und Naturfilm entsteht in Deutschland. Das heißt, das ist ein, was sehr berühmt in diesem Fall, in diesem Kontext ist, die Berg- und Sportfilm GmbH in Freiburg, die von dem Regisseur Arnold Funk gegründet wird, zusammen mit dem Ethnologen Otto Deodatus, und das ist im Jahr 1920. Und aus dieser Schule gehen vor allen Dingen sehr berühmte Kameramänner hervor, die teilweise auch nach dem Triumph des Willens mitgedreht haben und auch in Hollywood mit Josef von Sternberg, Leni Riefenstahl und Luis Trenker haben hier erste Schauspielerfahrungen gemacht und Arnold Funk hat viele dieser berühmten Bergfilme gedreht. Aber es ist, also der Akzent liegt auf Sport und auf sportlichen Ereignissen, auf Dokumentation und der auch auf technischen Innovationen. Also es ist, es gibt Experimente mit der Zeitlupe, zum Beispiel in Filmen wie, die heißen das Wunder des Schneeschuhs. Also das heißt, wir haben es mit sehr stark modernistischen Filmen, einer Sportbohème zu tun, die sich betont, selbststilisiert, also abseits erstmal vom Filmbetrieb halten. Das heißt, es ist der Heilige Berg von 1926 von Arnold Funk mit Riefenstahl und Trenker. Ist der erste Film, der in Kollaboration mit der UFA entsteht und der dann auch ein größeres Projekt, größeres Budget hat, um diesen Film dann im Einzelnen drehen zu können. Den Film, den wir heute Abend sehen, gibt es in drei Versionen. Und zwar zum einen ist er ein Beispiel für die sogenannten Sprachversionsfilme. Das ist ein ganz besonderes Phänomen des Films im Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm. Und das besagt einfach, dass man dass man versucht hat, um die zentralen Hauptdarsteller herum, in diesem Fall um Luis Trenker herum, am Set gleichzeitig andere Sprachversionen zu drehen. Das heißt, man hat eine französische Sprachfassung am Set gedreht, der einzige Schauspieler, der am Set blieb, war Luis Trenker. Und es wurden dann eben französische Körper und Stimmen um diesen Film herumgebaut. Das ist eine relativ gängige Praxis, die UFA noch bis durch die 30er Jahre hindurch gemacht hat. Und es ist teilweise sehr unheimlich, wenn Sie sich die Filme hintereinander anschauen, weil das sind eben in dem Sinne keine Remakes, sondern die sind am selben Set entstanden. Das heißt, es ist und man trotzdem versucht man so etwas wie verschiedene nationale Körper zu präsentieren und andere Sprachen. Das heißt, die Filme ähneln sich auf merkwürdige Art und Weise. Es ist sehr interessant, das zu beobachten. Und in diesem Fall, also es gibt diese unheimliche Form der Wiederholung und in diesem Fall war es so, dass Trenker hatte mit Funk vorher prozessiert und konnte deshalb keine UFA-Gelder für diesen Film im Einzelnen kriegen. Hatte aber Glück, weil der Film, den er vorher gedreht hatte, Sohn der Weißen Berge, ein großer Hit, also ein Filmhit in Frankreich gewesen war. Und so konnte er sich eine französische Produktionsfirma für diesen Film sichern. Les Films Marcel Vandal und Charles Delac. Also die dann eben für diese französische Fassung, die dann das ganze Projekt finanzieren und natürlich gleichzeitig dann auch diese französische Fassung, also Monte en Flamme. Also der Film wird zum 5 erfolgreichsten Film des Jahres. Und dann 1932 gibt es dann auch eine etwas merkwürdige Konstruktion, gibt es in Hollywood einfach eine Version dieses Filmes, die ein merkwürdiges Hybrid ist zwischen einer Sprachversion-Film und einem Remake. Und das ist das wird von Universal gemacht. Das ist insofern auch verblüffend, weil Universal zu der Zeit auch ein deutsche Universal hatte. Dies ist aber ein Projekt, was in den USA gedreht wird, wieder mit Trenker in der Hauptrolle. Und wenn man auf die Titelkarte dieses Films guckt, sieht man schon, was für ein merkwürdiges Hybrid das ist. Also die Karte heißt Carl Lemle Presents Doomed Battalion. Marcel Vandal and Charles Delac Production produced by Carl Lemle. Also dieser Film ist von Cyril Gardner, also Regie hat Cyril Gardner und auf der Titelkarte steht auch unter diesem Regie vermerkt dann direkt drunter German Version directed by Hartl Trenker.
Der Film ist ja schon angesprochen worden, basiert eben sowohl, also der hat sofort eine Printversion gekriegt. Es gab einen Printvorläufer noch davon, nämlich eine Kurzgeschichte, die Ludwig Trenker veröffentlicht hatte über den im Ersten Weltkrieg gefallenen Bergführer Sepp Innerkofer. Und gut. Der dritte und abschließende Punkt, zu dem ich kurz was sagen möchte, ist das Kommunikationsmodell dieses Films. Und das heißt, was ich schon vorab gesagt habe, es gibt eine mythologische oder eine mythische Erzählweise. Es gibt ausgewählte männliche Körper, die zu erhabenen Landschaften in Beziehung gesetzt werden. Und dabei gibt es ein Modell der Kommunikation, was eigentlich seit dem 18. Jahrhundert als Gipfelkommunikation bekannt ist. Das heißt, man muss sich die Topografie der Berge einfach vorstellen, dass auf den Gipfeln sitzt, dieses Modell gibt es seit Herder. Es gibt auf den Gipfeln der Berge sitzen die kanonischen Figuren und die Götter. Es ist am Fuße der Berge murmeln die Massen. Und dazwischen gibt es auserwählte Leute, die eben zwischen diesen beiden Ebenen vermitteln können. Das ist in diesem Fall der Bergführer Trenker, also der einen anderen Namen natürlich in dem Film hat, Dima. Aber das heißt, es geht um eine Form von dieser zentralen Gipfelkommunikation. Das heißt, dieser Film, den wir sehen, besteht im Grunde genommen eigentlich nur außer der Wiederholung einer einzigen Handlung. Das heißt, zwei Freunde steigen auf einen Gipfel. Und wir sehen dann, wir sehen das Massiv, das Bergmassiv, und wir sehen drei Solitäre. Und diese drei Solitäre sind den Amerikanern schon zu heftig in ihrem Pathos, die nehmen das ganz raus. Obwohl die eigentlich die Dokumentaraufnahmen übernehmen. Und dazwischen macht der Film eine Klammer auf und in die Klammer wird der österreichisch-italienische Bergkrieg reingepackt. Das ist aber relativ beliebig in diesem Erzählmodell, also es könnte genauso gut was anderes sein. Weil, also es war ja, wir hatten ja über den, also dieses, das Motto hieß ja, Menschen kommen und gehen, Berge bleiben. Das heißt, es geht um ein überzeitliches Modell von Männerfreundschaft und Heroismus, das irgendwie von historischen Ereignissen nicht weiter gepackt wird. Vielleicht abschließend noch ein Kommentar von Siegfried Krakauer. Zitat, Berge in Flammen erhebt in seiner Unparteilichkeit den Krieg in den Rang einer unantastbaren Institution. Der Film ist kein Credo, sondern eine Haltung. Zitat Ende, womit wir wieder bei Reinhold Messner wären. Schönen Dank.